Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid, hier oder zu Hause am PC. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Heute ist der Sonntag Estomihi, sei mir ein starker Fels. Gott ist unser starker Fels, auf dem wir bauen, auf dem wir vertrauen können. Ich möchte gerne am Anfang beten. Gott, ich danke dir für diesen wunderschönen Morgen, Herr. Ich danke dir für diesen Sonnenschein und für die Natur, die du so wunderbar geschaffen hast. Ja, Herr, und ich will dich einladen, dass du heute Morgen da bist, dass du unsere Herzen und Ohren für dich öffnest, Herr, dass wir dich spürbar erfahren können. Amen. Und so lasst uns diesen Gottesdienst feiern, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich stehe mit offenen Händen vor dem Herrn, dem Herrn, dem Gott.
lese den Predigtext aus dem Markus-Evangelium. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach? Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft es den Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Amen. Uns geht es gut. Wir können unser Leben in einem gewissen Rahmen sehr selbstbestimmt leben, dachte ich. Dann kam Corona und alles wurde anders. Aber stellt euch vor, Corona ist endlich vorbei und wir können wieder frei leben. Was würdet ihr als erstes machen? Ich will einfach mal exemplarisch ein paar Leute dazu befragen. Björn, was wäre dein erster Gedanke? Also, ich mag Menschen und ich mag es, Nähe zu Menschen zu haben und ich liebe es, mir die Hand zu schütteln mit jemandem und mit Freunden mich zu umarmen, und das ist so wenig geworden und das finde ich total schade und ich glaube, ich würde über alle Menschen herfallen und sie umarmen. Hannelore, was würdest du als erstes machen? Also als erstes würde ich sämtliche Masken in die Ecke schmeißen. Dann würde ich zu meinen Kindern fahren und meine Enkelkinder ganz doll knuddeln. Anita, und wie ist es bei dir? Also ich würde meine Kinder nehmen, mich in den Flieger setzen und nach Malle fliegen. Die mediterrane Luft einatmen, das Meer genießen, schwimmen gehen ohne Ende und mich am Abend im Hotel von den wunderschönen Köchen super bekochen lassen. Ja, ich danke euch ganz herzlich. Ich denke, ja, viele haben solche oder ähnliche Gedanken und das ist auch gut so. Ich denke, wir dürfen hoffen, träumen und uns etwas wünschen.
Ich leite Krankenhäuser und keine Kurbäder. Zwei Betten pro Zimmer. Keine Ausnahmen. Es gab mal eine Umfrage, in der wurden 1000 Leute gefragt, ob sie im Voraus den genauen Tag ihres Todes wissen wollen. Wer zum Geier ist das? Wer zum Geier sind Sie? 96% von Ihnen sagten nein. Oh Gott, bin ich schon im Leichenschauhaus? Das war meine erste Begegnung mit Edward Cole. Ich will mein eigenes Zimmer. Sie leiten Krankenhäuser, keine Kurbäder. Zwei Betten pro Zimmer, keine Ausnahmen. Ich bin nicht scharf darauf, die nächsten 3 Wochen neben Zombieball zu legen. Mein Philosophieprofessor stellt uns im ersten Semester eine Aufgabe. Er nannte sie die Löffelliste. Wir sollten eine Liste von allem schreiben, was wir in unserem Leben tun wollten, bevor wir den Löffel abgeben. Ja. Sehr drollig. Und jetzt nutzlos. Wir könnten es tun. Wir sollten es tun. Das ist Leben! Ich könnte auf den Tod nicht ausstehen! Ah! Ist der verrückt? Kommt drauf an. Willst du es fahren oder ihm ein Kleid kaufen? Wir lernen uns nur kennen. Ich verstehe nicht, wie du mit einem völlig Fremden abhauen kannst. 45 Jahre habe ich verölt unter Motorhauben gehangen. Da verdiene ich wohl ein bisschen Zeit für mich. Hast du Kinder? Wir sehen uns nie. Dann wird's Zeit. Warum sind wir... Du meine Güte. Wovor hast du solche Angst? Nur weil ich dir aus meinem Leben erzählt habe, heißt das nicht, dass du ein Teil davon werden sollst. Lieber Edward, ich werde mich für das, was du für mich getan hast, nie revanchieren können. Stattdessen bitte ich dich, noch etwas anderes für mich zu tun. Finde die Freude in deinem Leben. Hast du mich? Noch nicht. Wir leben und sterben und die Welt dreht sich weiter und weiter.
bin stolz auf Sie. Kein Schwein juckt, was Sie denken. So, guten Morgen. Darf ich mal sehen, wer von euch hat den Film gesehen? Oh, sind doch einige. Das Beste kommt zum Schluss. Der Originaltitel The Bucket List, die Löffelliste. Der Film hat viele lustige Szenen, aber eigentlich eine fast philosophische Handlung. Zwei Männer haben Krebs, laut den Ärzten nur noch 6 bis 12 Monaten zu leben. Und so beschließt ein eher egoistisch unmoralischer Milliardär und ein verhinderter Geschichtsprofessor, dass sie dessen Löffelliste abarbeiten wollen. Die Liste von den Sachen, die er noch machen wollte, bevor sein Leben einmal endet. Und die beiden lassen es richtig krachen. Autorennen, Urlaub, Mount Everest, Leben, als gäbe es kein Morgen. Am Ende wird der Film dann auch etwas nachdenklich und die Protagonisten merken, dass ihr Leben nicht zuerst durch viele extreme Erlebnisse reich wird, sondern dass auch die Beziehung und besonders die Familie Lebensqualität ist, die noch ein bisschen tiefer geht als das, was man durch Geld kaufen kann. Als ich die Predigt vorbereitet habe, da habe ich noch nicht geahnt, dass die Frage nach Leben und Tod und wofür man sein Leben einsetzt oder riskiert, uns in Europa so brutal neu aufgezwungen wird, dass das so aktuell sein würde. Und die Ereignisse in der Ukraine, die erschrecken uns ja, klar, weil wir mit den Menschen Mitleid haben, aber sie erschrecken uns ja auch, weil wir irgendwie merken, dass der Friede und die Sicherheit, an die wir uns wirklich gewöhnt haben, vielleicht doch gar nicht so selbstverständlich, nicht gar nicht so sicher sind, wie wir das gerne hätten. Und auch in den Ereignissen rückt ja die Frage nach Leben und Tod uns ein bisschen mehr auf die Pelle. Die Konfrontation mit dem Tod ist brutal. In der Ukraine, auch für die Protagonisten in unserem Film. Der Gedanke an den Tod hinterfragt unser Leben. Und er lässt da kein Ausweichen zu und kein Aufschieben. Weil die Erkenntnis, dass unser Leben nicht ewig ist, die ist einerseits offensichtlich, theoretisch, aber praktisch doch meistens weit weg von uns. Cicely Saunders, die Begründerin der Hospizbewegung, die wird zurzeit ganz gerne zitiert. Sie hat mal gesagt, es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Da wir also das eine nicht können, dem Leben mehr Tage geben, wie würden wir das andere anstellen? Oder ganz praktisch, wenn du in der Situation wärst, wie die beiden in dem Film, wenn du nur noch ein Jahr zu leben hättest, was würdest du machen? Was würdest du anders machen? Und mit der Frage nähern wir uns auch unserem Predigttext. Den gibt es heute nochmal häppchenweise. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Mich hat zuerst die Frage umgetrieben, wie hat Jesus das eigentlich gewusst? Ich meine, wir sehen das an vielen Stellen in der Bibel, dass Jesus offensichtlich übernatürliches Wissen hatte. Aber wie kam es dazu? Wie kam dazu, dass der Mensch Jesus wusste, dass er der Messias ist und als Messias leiden und sterben musste? Wusste er das schon als Baby in Bethlehem? Als 12-Jähriger im Tempel? Kam das als plötzliche Erkenntnis bei seiner Taufe, als der Heilige Geist über ihn kam? Oder ist das was in ihm gewachsen ist, was er am Anfang vielleicht erahnt hat und dann immer fester geworden ist und zu einer Überzeugung gereift ist, als er gebetet hat und die Bibel gelesen hat? Wissen wir nicht. Aber Jesus war ganz Mensch und für Menschen ist die Frage nach Leid und Tod nicht schön. Und für die Jünger war es das auch nicht. Und er redete das Wort frei und offen und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Petrus versucht, Jesus mal richtig auf den Pott zu setzen.
Das griechische Wort, was hier mit wehren übersetzt ist bei Luther, ist eigentlich ein recht starkes Wort. Petrus hat ihm richtig die Meinung gesagt. Demselben Jesus übrigens, dem er nur einen Absatz vorher gesagt hat, du bist Christus, der Auserwählte Gottes, der Messias. Aber das mit dem Leiden und Sterben, das findet Petrus nicht witzig, wie auch. Der Text war überschrieben mit die erste Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehen. Der Gedanke war für Petrus also noch ganz frisch und ein ziemlicher Schock. Natürlich, weil er Jesus gern hatte. Aber vielleicht war auch noch mehr da. Petrus hat sein eigenes Leben ja mit dem von Jesus verknüpft. Er hatte damals alles zurückgelassen und war diesem Rabbi nachgefolgt. Und irgendwann, vielleicht nicht lange vor unserem Predigttext, hat er dann gemerkt, okay, das ist nicht nur irgendein schöner Prophet, sondern der ist wirklich was Besonderes. Das ist der Besondere, der Messias, der versprochene Gottesherrscher. Und so hatte er es ja kurz vor unserem Abschnitt auch bekannt. Und wahrscheinlich hat Petrus sich auch gesagt, cool, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe auf die richtige Karte gesetzt, auf das richtige Pferd. Jesus ist der Messias, er wird sein Reich aufrichten in Jerusalem. Und wenn Jesus dann herrscht als König, naja, so schlecht kann das für mich ja auch nicht sein. Als Mann der ersten Stunde. Ich will Petrus keine niederen Motive unterstellen, aber vermutlich ist für ihn in dieser Ankündigung von Jesu Leiden und Sterben auch sind seine eigenen Zukunftsvorstellungen geplatzt. Vielleicht war Petrus auch deswegen so heftig. Aber Jesus ist auch nicht zurückhaltend in unserem Text. Er wandte sich um, sah seine Jünger an, bedrohte Petrus und sprach, geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Na, der grobe Klotz bekommt einen groben Keil. Das hören wir nicht alle Tage, dass Jesus jemanden bedroht. Das gibt es sonst nur bei Dämonen. Und aus Jesu Mund, geh hinter mich, du Satan. So deutlich ist Jesus schon mal geworden. In einem ähnlichen Zusammenhang, und damals war es buchstäblich der Satan, der das gehört hat, als Jesus nämlich in der Wüste versucht worden ist. Da hat ihm der Satan auch verschiedene Wege vorgestellt, wie er ein einfaches Leben, Publicity und Macht bekommen könnte, ohne den Weg ans Kreuz und ohne Leid. Vielleicht hat Jesus ja diese Stimme wiedererkannt, nur diesmal war sie inkognito aus dem Mund seines Freundes. Und für Petrus muss das ein ganz schönes Wechselbad der Gefühle gewesen sein. Eben noch, du bist der Fels, auf den will ich meine Gemeinde bauen, und jetzt geh weg von mir, Satan. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jesus setzt noch einen drauf. Das, was Petrus vorhin vielleicht schon erahnt hat, dass das mit dem Leiden und Sterben von Jesus auch irgendwelche Auswirkungen auf ihn haben könnte, das sagt Jesus jetzt ganz offen, öffentlich für alle. Er rief zu sich das Volk, damit es nur keine Missverständnisse und keine falschen Erwartungen gibt. Ich werde leiden und sterben, und wenn du den Weg mit mir gehst, dann wird es dir vielleicht auch so gehen. Der Abschnitt war überschrieben mit von der Nachfolge. Und Nachfolge ist ja so ein typisches theologisches Christenwort. Dem geübten Predigthörer fällt sofort das Lächeln aus dem Gesicht und man wird ganz ernst, im Hinterkopf spielen düstere Orgelklänge. Und man denkt sich, so, jetzt kommt der schlechte Teil der guten Nachricht, jetzt kommt das Kleingedruckte, die unangenehmen Teile des Christenlebens. In dem Text hier geht es ursprünglich erstmal darum, wer kommt mit Jesus mit? Jesus geht nach Jerusalem, geht einen ungemütlichen, einen gefährlichen Weg und die Frage ist, wer kommt mit? Nachfolge ganz wörtlich, wer geht mit? Und Jesus hat das Thema Tod und Leid nicht klein gedruckt, im Gegenteil, er hat es ziemlich groß geschrieben. Er hat alle rangerufen, um es ihnen zu erklären.
Und selbst wer es da verpasst hat, das war die erste Leidensankündigung, es kommen später noch zwei mehr. Dann sollten es auch die Langsamen wirklich gemerkt haben. Noch was fand ich spannend an dem Vers. Jesus richtet hier den Ruf in die Nachfolge an alle. Jesus hat vorher auch schon Menschen berufen. Andreas und Petrus auf dem See Genezareth, die anderen Jünger mit Namen, den reichen Jüngling oder den Schriftgelehrten in Matthäus 8, denen hat er alle gesagt, folge mir nach. Hier scheint es zum ersten Mal aufgeschrieben zu sein, dass er diesen Ruf an alle richtet. Jeder, der will, darf mitkommen. Und vielleicht müssen noch zwei typische Bibelbegriffe aus dem Vers noch mal kurz erklärt werden. Sein Kreuz, der nehme sein Kreuz auf sich. Also der Volksmund kennt das ja auch, jeder hat sein Kreuz zu tragen, sagt man. Und man meint damit, dass jeder Mensch in seinem Leben auch irgendwie Härten und unangenehme Sachen erfährt. Aber das Kreuz, von dem Jesus hier redet, das ist freiwillig. Keiner wird gezwungen, nach Jerusalem zu gehen. Jesus nicht und die Jünger auch nicht. Das Kreuz auf sich zu nehmen, ist nicht das Päckchen, das jeder sowieso zu tragen hat, sondern das sind Nachteile, Probleme, Stress, Leid, Gefahr, die Jünger bewusst auf sich nehmen, um mit und bei Jesus zu sein, um Gottes Willen zu tun, um wie Jesus zu leben. Und dieses Kreuz bekommt man nicht aufgedrückt, das nimmt man freiwillig. Und dann steht da, verleugne sich selbst. Auch ein bisschen holprig. Ich versuche mir das immer mit der anderen Verleugnungsgeschichte aus der Bibel zu erklären, wo Petrus Jesus ja dreimal verleugnet. Was macht er da? Er sagt doch nur, ich kenne den Mann nicht. Er kannte Jesus ganz genau, war sein engster Vertrauter und trotzdem sagt er, ich kenne dich nicht. Wenn wir also uns selbst verleugnen, dann kennen wir uns ganz genau, kennen unsere Bedürfnisse, Wünsche, alles, was wir so wollen. Und leben so, als würden wir uns selbst nicht kennen. In unserer Geschichte für die Jünger ging es vielleicht darum, das Passafest nicht gemütlich in Galiläa mit der Familie zu feiern, sondern unter Gefahr in Jerusalem. Für uns heißt es, leben, als würde ich mich nicht kennen, leben, als müsste ich mich um meine eigenen Bedürfnisse nicht kümmern. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Und jetzt wird es noch ein bisschen schräger. Jesus sagt erst, dass er leiden und sterben wird. Dann sagt er seinen Jüngern, dass sie bitte doch mitkommen und mitmachen sollen. Und jetzt behauptet er auch noch, dass wenn sie das tun, dass sie genau dann das Leben haben werden. Ich verstehe den Text nicht so, dass es hier darum geht, dass Märtyrer in den Himmel kommen. Auch das ist in der Kirchengeschichte schon so verstanden worden, aber ich glaube nicht, dass das der Punkt ist. Nein, wenn die Jünger sich jetzt entscheiden, mit Jesus nach Jerusalem zu gehen, dann nehmen sie in Kauf, dass sie vielleicht auch sterben werden. Sie müssen sozusagen einmal vorsorglich mit ihrem Leben abschließen. Petrus muss über sein Testament nachdenken und nicht über einen Thron an Jesu Seite. Aber wer dann mit seinem Leben abgeschlossen hat, der kann ganz frei leben. Wie viele Gedanken, Ängste und Sorgen würdest du dir nicht mehr machen, wenn du nur noch ein paar Monate zu leben hättest? Wie viele Konventionen würdest du einfach ignorieren? Wie wichtig wäre das noch, was deine Nachbarn gegenüber denken? Vielleicht würdest du es auch richtig krachen lassen, wie die beiden in dem Film. Ganz bestimmt würde ich mir so einige Fragen, die mich heute beschäftigen, nicht mehr stellen. Vielleicht haben wir den Satz schon öfter gehört und man gewöhnt sich an die Worte, aber die Aussage ist doch recht extrem. Entscheide dich mit mir zu leben, auch wenn du dafür sterben musst. Schließ mit deinem Leben einmal ab, dann kannst du wirklich frei leben. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Jesus begründet die Aufforderung mit zwei rhetorischen Fragen.
Was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Na, offensichtlich nichts. Und offenbar war das auch damals den Menschen schon ziemlich bewusst. Die Erkenntnis, dass Besitz, Luxus oder extravagante Erlebnisse, die Möglichkeit, diese ganze Löffelliste einmal abzuarbeiten, nicht das eigentliche Leben ist, nicht die letzte Lebensqualität, dafür scheint es auch damals schon ein Bewusstsein gegeben zu haben. Und trotzdem jagen wir Menschen doch auch 2000 Jahre später diesen Dingen noch ziemlich dolle hinterher. Und was kann ein Mensch geben, um seine Seele auszulösen? Natürlich, wieder nichts. Wenn unser Innerstes verloren ist, können wir es nicht zurückkaufen. Natürlich, man kann auf psychische Gesundheit achten, den Stresslevel irgendwie im Rahmen halten, ein bisschen Ausgleichssport und all diese Sachen, die unserer Seele sicherlich auch gut tun. Aber wir können sie nie zurückkaufen. Wir können sie nicht wirklich gesund machen, nicht wirklich in Ordnung bringen. Wir können unserer Seele nicht echten Frieden geben. Der Kern unseres Lebens, unsere Seele, ist unendlich wertvoll, unbezahlbar und im Letzten für uns Menschen unerreichbar. Schön und gut, aber warum ist das jetzt ein Grund dafür, mitzugehen, ein Kreuz auf uns zu nehmen, mit Jesus Risiken einzugehen? An dieser Stelle bleibt das unausgesprochen, in anderen Bibelstellen wird das ganz deutlich gesagt. Jesus selbst behauptet von sich, dass er das Leben ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Leben. Die Beziehung zu Gott, der Kontakt mit Jesus, sagt er, macht das echte Leben, macht diesen inneren Lebenskern aus. Leben wird nicht durch Besitz wertvoll. Auch die Erlebnisse von der Löffelliste sind toll, treffen aber noch nicht den tiefsten Kern. Und selbst die Beziehungen, so schön und wichtig sie sind, sind noch nicht das Leben. Hier unterscheidet sich die Botschaft von Hollywood von der von der Bibel. Die Bibel sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und weil Jesus dieses Leben selber ist, würde es auch keinen Sinn machen, wenn die Jünger ihn jetzt verließen und nicht mit nach Jerusalem gehen. Am Ende, so die Behauptung von Jesus, würden sie sich so nur vom echten Leben trennen. Denn echtes Leben gibt es nur bei und in ihm. Deshalb ist es eigentlich nur die Konsequenz der Entscheidung, lieber mit Jesus in den Sturm zu segeln, als ohne ihn an der Küste zu bleiben. Deshalb lieber mit Jesus in die Krise, als sich in Ruhe von ihm zu entfernen. Und deshalb auch lieber mit klaren Worten über Jesus anecken, als mit weichen oder zu diplomatischen Worten aufzutreten und sich selbst oder die Wahrheit über Jesus zu verbiegen. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Wenn du mit deinem Leben abgeschlossen hast, dann machst du dir über die Meinung der anderen keine Sorgen mehr. Oder um es mit Jack Nicholson so unglaublich tiefgründig zu formulieren, kein Schwein juckt, was sie denken. Als die beiden Krebspatienten in dem Film hören, dass sie nicht mehr lange zu leben haben, ändert sich für sie alles. Sie schmeißen ihr Leben über den Haufen und lassen es richtig krachen. Ihr bisheriger Alltag, ihr bisheriges Lebenskonzept ist im Angesicht des Todes zerfallen. Es hat keine Bedeutung mehr. Es versagt bei diesem ultimativen Test. Das, wo sie sich bisher den ganzen Tag mit beschäftigt haben, erscheint im Blick auf den Tod nicht mehr wichtig genug, um dafür kostbare Lebenszeit einzusetzen. Als Jesus sein kommender Tod klar wird und er seinen Jüngern davon erzählt, ändert er gar nichts. Obwohl Jesus im Gegensatz zu den beiden seinen Tod hätte abwenden können. Sein Lebenskonzept scheint diesen ultimativen Test, diese letzte Sinnfrage nicht zu scheuen. Was ist dieses Konzept? Oder andersrum gefragt, ich habe jetzt versucht zu erklären, warum die Jünger mit Jesus gehen sollten, aber warum ist Jesus weitergegangen? Warum ist Jesus diesen Weg Richtung Jerusalem, Richtung Kreuz weitergegangen? Die Jünger sollten ihr Kreuz auf sich nehmen, weil Jesus es tat. Aber warum Jesus? Und auch da gibt es eine Antwort in unserem Text.
Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Denn was kann der Mensch geben, damit er seine Seele auslöse? Nichts. Der Mensch kann nichts geben. Aber Jesus, der Mensch Jesus, der kann. Der hat sein Leben gegeben, damit er unsere Seele, unser Leben auslöst. Damit wir wirklich frei von Angst und Sünde leben können. Ein Leben von ewiger Qualität, ein Leben, das so stark ist, dass selbst der Tod es nicht behalten kann. Und von diesem Weg, von diesem Lebenskonzept, davon lässt sich Jesus nicht abbringen. Auf der Löffelliste von Jesus steht nur ein einziger Eintrag: Leben geben. Aber dieser Eintrag hat ganz viele Unterpunkte. Und die haben alle Vor- und Nachnamen. Und Gott sei Dank dürfen wir damit draufstehen. Amen. Du bist gut, gut, oh, du bist gut, gut, oh, du bist gut, gut, oh.
Jesus, danke, dass du gut bist, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass, damit wir leben können. Danke, dass wir mit dir frei sein können, dass du einfach groß bist und dass du, ja, dass du dich für uns verschenkt hast, Jesus. Ich möchte eine Kerze anzünden für Birgit Rausch, verstorben am 15. Januar im Alter von 58 Jahren, beigesetzt am 7. Februar mit dem Wort aus Jesaja: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Gott, ich bete für unsere Verstorbene. Du hast sie gerufen und deine Arme weit geöffnet. Bei dir ist kein Leid, kein Kummer, kein Schmerz, Herr. Aber ich bete auch für die Hinterbliebenen und ihren Kummer, Jesus. Ich bete, dass du in ihr Leben kommst, dass du sie tröstest, Herr, dass du spürbar bist in ihrer Trauer, Gott. Amen. Lasst uns nun gemeinsam beten.
Mächtiger und guter Gott, wir bitten dich um Frieden für die Ukraine. Gott, das sind Menschen, die sterben, die Angehörige verloren haben, die vertrieben sind oder verletzt. Wir bitten dich um dein Erbarmen für sie. Und für alle Politiker, die in Verantwortung sind, bitten wir dich um Einsicht und Weisheit, dass du die Herzen weich machst und Möglichkeiten zur friedlichen Lösung aufzeigst. Herr, erbarm du dich über dieses Land. Vater, und ich möchte für unsere Jugendlichen und die Freizeit beten, die jetzt in den Osterferien ansteht, Herr. Ich bete für die Mitarbeiter, um gute Gedanken und Ideen, Herr. Und wenn sie sich am nächsten Wochenende treffen, Gott, dass du ihnen Wege aufzeigst, Herr. Und ich bete für die Freizeit, Gott, dass du eine gute Gemeinschaft, ein gutes Miteinander schenkst. Herr, dass die Jugendlichen dich neu erfahren können oder wieder erfahren können, Gott. Sei du bei dieser Zeit, Herr, und segne all das, was vorbereitet wird und segne all das, was dann stattfinden kann, Gott. Und ich möchte dir auch die Kinder und das Kindermusical hinlegen, Gott. Und ich bete auch da für die Mitarbeiter und für die Kinder, Herr. Ich bete, dass sie dich erfahren können in den Liedern, in den Tänzen, in der Geschichte, Herr, dass du da bist und dass sie ja, dich und deine Liebe erfahren können, Gott. Und wir wollen gemeinsam zu dir beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ganz herzlich möchte ich einladen zum Seniorennachmittag am 9.3. um 15 Uhr. Und ich möchte auch einladen zu einem Friedensgebet am Freitag um 18 Uhr. Es hat schon am letzten Freitag stattgefunden und es soll damit auch weitergehen. Ja, und dann natürlich auch eine Einladung zum Online-Kirchencafé. Den Link dazu findet ihr auf der Homepage bzw. bei YouTube. Thank you.
Wir wollen mit Gottes Segen in die Woche gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche und vielleicht sehen wir uns bald einmal wieder. Bis dahin, passt auf euch auf.